So, ist die Musik auch wieder aus. Und lass mal auch aus. Oh je, der Dolz haben gepresst, die Kiste. Oh, sie müssen das Auto wieder haben. Was ist denn das jetzt? So, vorne der Reifen ist eingedrückt und blockiert. Und da fahr weg mit dem Auto, ey. Anderes ruhigen. Da muss der Mechaniker gute Dienste leisten. Zum Glück ist das eine Allradkarre hier. Lässt sich aber einen guten Donut damit ziehen jetzt. Das Klimpern hier, wenn man das manchmal hört, das ist, wenn das Headset am Mikrofonständer alias Buch anschlägt. Keine Gedanken drum machen. So, Lester. Arschloch. Was ist denn der Helikopter hier? Los Santos y Ranchos. Oder irgend so ein Mist hat er erzählt im Radio. So, jetzt ist natürlich wieder gut zuhören gefragt. Beziehungsweise, welche Aktie abstürzen wird, beziehungsweise steigen wird. Hoffentlich steigt mal wieder eine. Die letzte ist abgestürzt und ich habe mir ja das Falsche gedacht. Hab das Falsche rein interpretiert. Also eigentlich hat man Lester genau gesagt, ich soll keine Aktien kaufen davon. Und hab's aber dann noch getan. Weil ich vorher einen Haufen Kohle damit gemacht habe. Und naja. Was soll ich sagen? Waren halt $80.000 weg. Sind noch weg. Und ich hoffe ja die ganze Zeit, dass sich die Firma irgendwann erholt, aber so richtig fetzen. Tut's noch nicht. Dank dem Banküberfall haben wir jetzt wieder 400.000. Und ich glaube, das wird ein neuer Maßstab im Verlieren gleich. Oder im Gewinn. We're at Enzo Benelli, Mafia guy turned real estate developer. He's bullied his way onto half the building contracts in Los Santos. Extortion, murder, labor racketeering, you name it. There's not a construction worker in town earning a livable wage right now, and Gold Coast Development is about to go under. And let me guess, you got a personal interest in Gold Coast, right? Anyone think you'd done this before? According to Benelli's cell phone, he's at the construction site downtown. It's done. One small problem. My source squealed. Benelli's expecting a hit. Watch yourself and go equipped. You'll have a lot of muscle. Ach, wieder so halbschlierisch. Gold Coast Development. Wir haben keinen Countdown, soweit ich das sehen kann. Ach, halt, Essen und Trinken ist doch völlig falsch. Merkt er?
Das macht mein Portfolio immer noch so. Oh, 96%. Ah, es wird noch lang dauern, bis das raus ist aus dem Mies. Also hier scheint es mal wieder nett zu sein. Ich verstehe nicht, warum die hier LCN und BAVSHSQ haben. Gold Coast. Projektentwickler und das ist besser für die Umwandlung von historischer und seelenlosen Wohnkomplexe, die sich 99% der Bevölkerung nicht leisten können. Es wäre kein Spiel, wäre es ein Spiel, ne? Und da würde ich sagen, da wir 450.000 haben, können wir auch ein paar Aktien kaufen. Mit dem Wert von 450.000 diesmal. Bitte. Ich will von irgendwas leben können. Na gut, 400.000. Oh Gott. Halt. Kann ich die Karre wieder nehmen. So, auf zum goldenen Wagen. 400.000. Lester wird es wahrscheinlich wünschen, dass er so viel investieren kann. Kann er wahrscheinlich auch. Hat ja auch einen relativ großen Anteil gekriegt am letzten Job. Das sind 400.000 schon recht viel. Ja, ja. Mal sehen, was jetzt passiert. Links ist eine riesengroße Baustelle, da passiert es garantiert. Calm down? There's a fucking price on me and you're telling me to calm down? I'm going to stay near the chopper. You dumb fucks do your job. Wird bestimmt nicht so leicht. Die aufs Dach, ja. Dachte ich mir. What are you doing? You ain't allowed in here. Ach so, na dann ist ja gut. Uah. Da ist schon eine Waffe rausgeholt. Can you help me out? Nein. Pistole, größeres Magazin, toll. Just wanna get in my way? Take him out! He's got a gun! Who's the man? Oh. Ah. Where's Enzo? They shot him! Ah. Where is... Teil tot. Gleich tot. Ha, den Sack geschossen. Ja, ist hier irgendwo ein Automat, wo ich mal schnell mir eine Limo ziehen kann manchmal? Nicht so. Okay, ich steige auf jeden Fall mal um. So was in der Richtung, bin ich relativ mobil und kann aber ein paar Leute ausschalten. Hier unten ist anscheinend komplett falsch, ich soll ja aufs Dach gehen. Aber ich dachte, der Aufzug geht von hier unten los. War aber falsch gedacht. Macht er nicht.
Hä, wer schießt, wer schießt? Erst heilen. Ich dachte, ich hätte schon nachgeladen, vielleicht aber nicht. Mal sehen. Okay, der Aufzug hat hier Ebbe. He's here! Get that! Explodiert die jetzt und überall ist Farbe? Unrealistisches Spiel, ausmachen, alles scheiße. Na gut. Ach, guck mal einer an. Uah. First Aid Kit. I ain't playing here. Where the fuck is Benel? How the hell did he even get up here? Someone stop him. I'm done screwing around here. Weiter, mach mal weg. Na komm. How many of these fuckers are there? Die Polizei kriegt Gott sei Dank nichts mit. Someone put a bullet in him. It's only one guy. Yeah, you're mine now. Who the fuck is going? Irgendwo gibt's noch einen. Enzo's gonna have so much balls for this. Drücken Knopf, Jung. Drücken Knopf. Geht es bis zum Dach? Anscheinend. Oh shit, there he is. Stay on Enzo. We got him trapped. Shoot that son of a bitch. Yeah. How is he not dead yet? Scheiße! Der Heli hat mich jetzt überrascht. Oh shit, there he is! No!
Was können wir dann gegen den Heli ausrichten? Ach, vielleicht, warte. Mit der. Ach, komm schon. Mit der. Ist doch belastend, ey. Was soll ich denn da schießen? Das ist doch sinnlos. Gleich am Anfang eine Haftbombe, aber muss da gut zielen können. Das ist sinnlos. Sinnloser Scheiß. Oh shit! Oh, ich hab ihn getroffen. Ist gerade irgendwo ein Helikopter explodiert, ich frag mich warum. Das ist einfach so, oder? Man muss hier einfach springen. I'm doing it. Oh, Regenbogenfarben. Jetzt muss ja schon einiges passiert sein. Gold Coast fällt. Scheiße. Aber nur 0,4%. Das könnten noch Altlasten sein. It's taken care of, but man, that shit went south. I know. We better let this simmer now. Way too much heat. Very nice work, Franklin. Zehntausend haben wir gekriegt. Stellen uns mal ein bisschen abseits und stellen noch mal dieselbe Beobachtung an. Oha. Ach so. Mein Portfolio 20% plus. Böse Falle. $38.000 Gewinn.